Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute spreche ich mit dir über die Aviator Slim Wallet. Ein Portemonnaie, das perfekt zu unserem minimalistischen Lebensstil passt und zu unserem Channel passt. Ein Thema, mit dem ich mich in der letzten Zeit relativ viel beschäftigt habe, aber zu gutem Grund, wie sich herausgestellt hat. Und das ist mein Review nach einigen Wochen Erfahrung mit dem neuen Produkt. Das ist das schöne Teil, das Aviator Slim Wallet mit der Slide-Funktion. Richtig schönes Ding. Jetzt klimpert hier die ganze Zeit das Kleingeld. Ich habe mich, wie schon angekündigt, länger schon damit beschäftigt, dieses ganze Kleingeld loszuwerden, weil ich ja von diesem Ding hier komme. Leute, die mich lange kennen, kennen das Portemonnaie und verbinden das mit mir. Das ist halt hier Scheine, irgendwelches Zeug. Da sind Fächer drin, da weiß ich nicht mehr, wofür die sind, aber ich hatte sie trotzdem vollgepackt. Und Kleingeld, da ist auch der Reißverschluss schon nicht mehr da. Kein schlechtes Portemonnaie, wie ich finde, aber riesig. Hier war auch mal so eine Kette dran und so. Das ist noch aus den Skater-Zeiten. Das habe ich jetzt wirklich für ein paar Wochen schon gewechselt in dieses Aviator. Und die drei größten Vorteile, die ich davon gesehen habe, sind einmal, was diese Marke und dieses Produkt für mich ausmacht, ist, es hat halt einen extrem coolen Look. Jetzt klimpert ihr die ganze Zeit das Kleingeld. Ich finde es einfach cool, ich finde es schön anzusehen. Ich mag dieses Schwarz, das ist Obsidian Black, ist das, was ich mir hier geholt habe. Ich finde, es sieht einfach cool aus, hochwertig vor allem. Macht Spaß, das in der Hand zu halten. Ne? Es ist einfach irgendwie, man hat es in der Hand und ich finde, das sieht hochwertig aus, sieht cool aus. Und das war mir persönlich auch sehr wichtig, weil wenn man sich da so durch Amazon durchwühlt, dann sieht man immer mal andere Angebote und auf Fotos sieht das Ganze natürlich immer relativ gut aus. Aber wie das dann in Natura aussieht, ist doch schon mal ein bisschen anders. Und nachdem ich das dann ausgepackt habe, war ich wirklich erstmal verwundert, wie leicht das Ganze ist. Ist aber auch die Aluminium-Version, das heißt, Aluminium ist ja generell immer ein bisschen leichter als andere Metalle, aber es sieht halt auch wirklich gut aus und ich muss sagen, nach diesen 2, 3, 4 Wochen macht das auch immer noch einen verdammt guten Eindruck. Also es hat sich optisch gar nicht verändert, außer hier, wenn man will, an dieser Lasche, da sieht man schon kleine Abnutzung, aber sonst muss ich echt sagen, wenn man sich das mal anschaut, das sieht wirklich, und ich ziehe es gerade aus der Tasche, ich komme gerade von einem langen Spaziergang, richtig, richtig gut aus. Der zweite riesige Vorteil, den ich hier habe, der für mich gesehen habe, ist, es gibt dieses Wallet in verschiedenen Ausführungen und es gibt halt diese Slide-Variante. Ja? Das ist dann so eine Funktion, man zieht hier an diesem Mechanismus und dann zieht man die Karten raus und kann die ziemlich satisfying wieder reintun. Und das funktioniert auch richtig gut. Ich war am Anfang nicht sicher, ob ich das mit oder ohne nehmen soll. Weil ohne ist natürlich auch ein bisschen günstiger und zu dem Preis des Produkts kommen wir noch. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sowas von froh, dass ich es mit dem Mechanismus genommen habe, weil ganz ehrlich, ohne den wüsste ich gar nicht, also das geht so leicht rein und raus, auch wenn man mal kurz irgendwie was holen möchte, was Kleines an der Tanke, jetzt hier bei so schönem Wetter ein Eis und man eben mit Karte bezahlen will, das geht so leicht, so einfach und dann kann man hier, zack, fächert man das auf, das sieht eingeprobt aus, ne? Ist aber nicht, also so mache ich das tatsächlich. Das ist wirklich total cool. Und ich wüsste gar nicht, wenn man das jetzt nicht hätte, nehmen wir mal an, ich hätte diesen Mechanismus nicht, ja, dann hätte ich ja hier diese Aussparung hier, an der ich das so rein und raus machen könnte. Und da muss ich wirklich gucken, dass ich dann, hätte ich die wichtigste Karte ganz nach vorne packen müssen, dann kann ich die so rausziehen. Aber selbst das ist schon, weiß ich nicht, ne? Also ich bin froh, dass ich es so gewählt habe, weil das macht es halt viel leichter. Und der Mechanismus, wie gesagt, total geil zu benutzen, macht richtig Spaß. Funktioniert auch echt gut, überraschenderweise. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr hochwertig und sehr satisfying zu benutzen. Und dann, ihr hört das vielleicht immer schon so ein bisschen, das Kleingeldfach. Extrem praktisch. Viele Leute, mit denen ich über Slim Wallets dann gesprochen habe im Vorhinein und auch nachdem ich mir das gekauft habe und mal ein paar Freunden und Familie gezeigt habe, haben mir gefragt, ja, wo packst du denn dein Kleingeld hin? Und das war eins der wichtigsten Gründe für mich, dieses ganze Kleingeld und diese unnötigen Karten loszuwerden, weil je mehr, man kennt das ja, je mehr Platz man irgendwo hat, desto mehr packt man da auch einfach rein und warum soll ich das dann wegräumen, weil ich habe ja den Platz und. Und deswegen wollte ich das so klein wie möglich halten und dieses Wallet hier bietet, hier hinten sieht man es so ein bisschen, die Möglichkeit, Kleingeld
mit reinzupacken. Und das ist, ich kann das mal ganz rausholen, so sieht das Ganze dann aus. Das kommt dann hier auch mit rein. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber auch, dass es dem Portemonnaie dann ein ziemlich gutes Gewicht gibt, dadurch, dass da Kleingeld drin ist. Ne? Weil Aluminium ist schon sehr leicht und dadurch fühlt sich das ein bisschen schwerer, ein bisschen wertiger an. Aber ihr hört das, dieses Geklacker, wenn es in der Tasche ist, dann hört man das nicht so. Aber dieses Geklacker, das ist schon auch etwas, an das man sich dann gewöhnen muss. Das hatte man da eigentlich auch, aber das Portemonnaie hat man ja nicht so viel in der Tasche gehabt. Was mich auch stark davon überzeugt hat, dieses Produkt hier zu nehmen und nicht irgendein anderes, ist, dass die Firma halt aus Deutschland kommt. Und ich finde es immer cool, ansässige Firmen zu unterstützen. Auch echt eine coole Webseite, zeigen da drauf, haben sehr interessante Videos, zeigen da drauf, wie sie halt die herstellen und. Diese Version hier, die ich habe, die Obsidian Black Slim Wallet mit dem Slide-Mechanismus, mit der Slide-Funktion, ist zu haben für 75 Euro auf der Webseite. Da ist das Kleingeldfach und alles schon mit bei. Es gibt auch eine günstigere Variante, die startet bei 60 Euro, bin ich der Meinung. Und es gibt noch andere Materialien, die man benutzen kann. Man kann sich noch so einen Scheinehalter hier vormachen, damit die ein bisschen sicherer sind, weil die sind so tatsächlich ein bisschen locker. Und dann geht das auch schnell von 70, 80, 90 zu 100, 200, 300 Euro, wenn man je nachdem, was man will. Es gibt noch eine Titanversion und so weiter, die relativ teuer ist. Überlegt man halt schon. Ne? Das kann ich dann auch gut verstehen, wenn man dann einsteigen will und sowas mal ausprobieren möchte, will ich gleich dafür 75 Euro hinlegen. Und wenn mir das dann nicht gefällt, da was dann? Ne? Dann habe ich das rumliegen, habe viel Geld dafür bezahlt. Ich war dann der Meinung, das lohnt sich, weil A, das Produkt kommt aus Deutschland, finde ich cool. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der Preis halt relativ hoch ist im Vergleich mit den anderen. Ne? Also ich finde, das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Aber wenn man es jetzt mit den anderen Produkten vergleicht, dann ist es doch auf jeden Fall auf der Premium-Seite. Das war auch das Einzige, was ich nicht so gut daran fand. Ich werde das auf jeden Fall weiter benutzen, habe auch schon lange, ich musste das jetzt hier dafür gerade rausholen, schon lange weggepackt, das alte Portemonnaie, schon lange nicht mehr benutzt und auch viele Karten aussortiert, viel Kleingeld aussortiert. Ein riesen Fan davon und kann, wenn du auch ein Portemonnaie hast, was ziemlich groß ist, wo ziemlich viel Zeug drin ist und du immer mal das Ganze aussortierst, vielleicht ein Kleingeldglas hast und dann packst du das Kleingeld da immer rein und so, das haben wir natürlich auch, dann ist das vielleicht genau das Richtige für dich, das mal auszuprobieren. Wenn du Erfahrungen hast mit anderen Marken, da würde ich das auch gerne wissen, wie die so sind. Also, weil ich habe jetzt diese günstigeren Produkte nicht ausprobiert, nicht weil ich denen nicht vertraue, sondern weil ich einfach das Gesamtpaket da geil fand. Aber wenn du jemand bist, der zum Beispiel irgendwie sich so ein Ding geholt hast, dann teile deine Erfahrungen auch gerne mit uns. Abschließend gesagt, geiles Produkt, macht richtig Spaß, das zu benutzen, wenn Minimalismus und wenn ein gewisser Grad von Optik dir wichtig sind und du dich für ein Slim Wallet interessierst, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es richtig geil, es macht mega Spaß, das zu benutzen. Wenn dir das Video darin hilft, deine Entscheidung zu treffen, ob du das kaufen sollst oder nicht, oder du hast es vielleicht schon gekauft und willst einfach nur noch Unterstützung darin haben, in der Entscheidung, die du getroffen hast, dann abonniere unseren Kanal, das hilft mir persönlich sehr weiter. Ich freue mich sehr, dass wir schon über 100, aber es ist eigentlich Wahnsinn, über 100 Abonnenten haben. Dankeschön an alle da draußen, die immer wieder unsere Videos klicken. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf dich. Und ich mach mir jetzt Essen, ne?